So, hallo. Da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt schon zweimal kurz eben versucht aufzunehmen. Ich hatte dann irgendwie nur 20 Frames pro Sekunde, weil ich eingestellt hatte, dass wir mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Hat irgendwie nicht so geklappt. In der Hoffnung, dass dann bei schnellen Bewegungen weniger Schlieren später auftauchen. Jetzt habe ich 50 Frames eingestellt. Mal gucken, ob ich das überhaupt hochladen kann. Ich habe das jetzt noch gar nicht ausgetestet. Ja, irgendwie wird das schon funktionieren. Genau, ich nehme auch nicht ganz in Vollbild auf. Das heißt, die Auflösung ist geringfügig kleiner. Das Problem ist, dass sie dann hochskaliert werden muss. Man muss eigentlich nicht. Ja, ich glaube, so viele Qualitätsverluste hat das jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das halt so, wenn ich im Vollbild spiele und dann durch meine Windows-Tabs durchswitche, dass dann Minecraft abstürzt, und ich wollte mal ganz kurz in mein Textdokument rein switchen. Ich habe nämlich ein paar Gedanken gemacht, was aufgeschrieben, was wir so als nächstes machen können. Und hat ein bisschen mehr wieder mit dem Modpack beschäftigt. Und zwar, ja, erstmal werde ich halt das Haus jetzt, denke ich mal, ein bisschen weiter bauen. Aber ich denke mal nicht komplett fertig direkt, das dauert zu lange. Obwohl, ich könnte es wieder vorspulen. Und dann würde ich nochmal so ein paar Anfangsmaschinen bauen, damit wir das komplette Setup haben, zum Beispiel einen Kompressor und einen Alloy-Smelter. Vielleicht sogar schon die Industrial Centrifuge, also industrielle Zentrifuge. Die dürfte aber etwas schwieriger sein. Dann von einer Mod namens Thermal Expansion könnte ich ein paar Maschinen bauen. Könnte ich aber auch auf den Zeitpunkt verschieben, wo wir es auch wirklich brauchen. Und dann würde ich noch mal auf Diamantentour gehen. Oder vorher, kann ich vorher noch irgendwas machen? Mining Drill könnten wir bauen. Dafür bräuchten wir Energie. Ne, wir brauchen, glaube ich, erstmal Diamanten. Und dann den Enchanting Table. Den brauchen wir eigentlich ziemlich schnell. Dafür brauchen wir auch Diamanten. Was soll ich noch stehen? Kohle brauchen wir. Ja, das ist erstmal das Kurzfristige, was auf dem Plan ist. Das andere will ich, ja, obwohl ich kann das andere auch schon nennen. Also ich will auch so eine, ja, so eine Tree Farm bauen, damit wir automatische Ressourcen davon kriegen und automatisch, also unendlich Holz haben zum Beispiel. Und vielleicht auch mit Essen irgendwas, eine automatische Farm, damit wir immer eine volle Essenskiste haben. Und eine Quarry will ich bauen, damit wir immer konstant Rohstoffe kriegen. Und das Advanced Jetpack würde ich gerne relativ schnell bauen. Ich wollte mir jetzt erstmal Rubber Boots machen, damit ich keinen Fallschaden kriege durch das Jetpack. Brauch mal 6 Rubber und eine Wolle. Habe ich denn? Ja, ich habe String. Für irgendwas anderes brauchte ich doch letztens noch String, außer, also jetzt nicht fürs Backpack. Ich weiß es aber nicht mehr. 6 Rubber. Könnt ihr auch mal hier beschriften. So langsam. Ich mach nochmal einen zweiten Crafting Table. Ich hab's ganz gerne, wenn an vielen Stellen Crafting Tables rumstehen, damit man nicht immer laufen muss und direkt halt was machen kann. Ihn. Vielleicht will ich da noch eine Kiste hinmachen. Hab ich noch die Kiste da hinmachen? Dann mache ich hier ein Crafting Table hin und mache mir mal noch einen. Zwei. Project Tables könnte ich eigentlich auch machen. Hier noch einen hin. Oh, dann kann ich direkt eigentlich dahin. Dann muss ich. Ja, dann muss ich nachher sowieso wieder wegmachen. Weil hier mehr Maschinen hinkommen, also lasse ich den einfach mal im Inventar. Ich schmelze jetzt mal die restlichen Erze erstmal noch nicht. Ich wollte hier erst jetzt andere Dinge machen. Dann sortiere ich doch mal ein bisschen wieder hier. Das kommt bei Tools.
Essen mit, wenn wir gleich meinen gehen oder nachher. Die Rubberboots sollte ich doch machen. Ich dachte, ich hätte die schon gemacht, irgendwie jetzt. Ja, noch weniger Armor-Verteidigung. Das ist auch ein Tool. Sugarcane. Muss ich erst noch dran gewöhnen, dass ich hier einen Jetpack habe. Genau, ich könnte auch den Hover Mode einstellen. Wie ging das denn nochmal? M. O. U. I. Ich will kurz nachgucken. Und seine Controls. Boost und Controller. Ja, eigentlich M, Mode Switch Key. M, F oder linke Control. M geht nicht, F geht nicht. Linke Control ist von Optifine. Muss ich mal kurz linke Control umstellen. Ja, hier Zoom haben wir halt nämlich auch. Boost Key. Rechte Control. Ja. Ist auch kein Hover Mode. Wo man dann nicht so schnell fliegt, ist das. Dann weiß ich es nicht mehr. Ich lade das nochmal kurz komplett auf. Den Stein brauchen wir nicht. Wir brauchen aber das Zeug. Ich glaube, das Dach werde ich noch nicht bauen.
Oh, finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich mache mal kurz eine zweite Spitzhacke. So, dann würde ich auf Diamantentour gehen wollen. Was brauchen wir denn dafür? Holz nehme ich mal mit. Die Sticks nehme ich mit. Aus. Diese Steine hier können wir uns doch später verwenden, zum Beispiel. Wassereimer nehme ich mir mit. Yes. Mit. Fackeln. Dann mache ich mir mal eine zweite Spitzhacke. Wahrscheinlich vergesse ich so wieder irgendwas. Nein, das Backpack. Das Ding. Crafting Table, Rüstung. Jetpack, was dann mal ganz aufladen. Ja, Kohle werden wir ja genug finden, schätze ich mal. Ja, vergesse ich hier irgendwas? Auf jeden Fall irgendwelche Tools oder so. Ja, ich glaube nicht. Ich werde einfach jetzt mal auf Diamantensuche wieder gehen. Mit euch. Weil da brauchen wir wirklich einfach welche. Sieht doch schon ganz bescheiden aus hier. Die Bäumen, die Zerfeldern. Mist. Das habe ich zu oft Z gedruckt. So. Ja, das Haus müssen wir auf jeden Fall noch bearbeiten, aber ich mache das dann alles so schrittweise immer. So, dann müssen wir auch nicht mehr immer den Berg hier nervig hoch und runter. Da ist diese Lava. Ich würde ganz gerne nochmal in dieselben, in dasselbe Höhlensystem gehen. Ich mal die Kohle hier mit. Kohle brauchen wir auf jeden Fall sehr viel jetzt. Wahrscheinlich. Weil ich wollte diese Minenschächte da doch mal erkunden. Mit dem Jetpack ist das auch ein bisschen einfacher.
Okay, wenn ich die Karte öffne, dann fliegt er irgendwie nicht mehr. Nicht mehr merken. Da ist der dicke Öl. Ich weiß nicht, ob wir hier reingegangen sind das letzte Mal. Jo, sind wir. Zumindest waren wir hier schon. Ah, hoppla. Da oben machen wir auch. Doof, dass ich den Hover-Mode nicht reinkriege. Das ist schon ganz nett, wenn das so ist. Ich versuche noch mal kurz. Cool ist es natürlich nicht. Oh, cool. Ja, das ist echt nervig. Erstmal müssen wir ein bisschen tiefer. Und vielleicht die Chestplate mitnehmen sollen, wenn ich. Falls ich das Jetpack gerade nicht brauche und nicht verteidigen will. Und wenn ich halt einmal springe, dann gehe ich hier schon an der Decke sozusagen. Das ist schon ein bisschen nervig. Sombart und Skeleton. Ach, dann haben wir. Oh, oh. Da kommt er wieder. Ich mag Kohle. Und vielleicht schaff ich es diesmal nicht zu sterben und dann die Level zu behalten. Das kann ich dann nicht rein wegen dem Jetpack. Ja. Wir gehen vom Minensystem weg. Oh, wie gesagt, was bis an der Kiste hat, so sehe ich auch irgendwie. Da muss ich drauf achten. Eigentlich brauche ich das Jetpack gerade nicht. Ich habe keine Lust, da jetzt wegzureißen, da oben. Ja, aber. Wir gehen zwar von Minenschichten weg in diese Richtung, aber wenn wir in die Richtung gehen, dann sind wir zu hoch. Ist auch doof. Wo vielleicht kommen wir ja oben in diese eine, in einen Höhlen dann. Ach, hier ist sogar noch unerforscht. Das Minensystem war ja auch circa in 50er Höhe. Wir müssen aber in die Richtung. Okay, hier waren wir schon mal. Hier wieder nicht. Ach, ich drücke mal irgendeine komische Taste. Vielleicht doch noch nicht aufnehmen sollen, aber ich wollte einfach zocken und nicht parallel noch eine gleiche Welt machen, wo ich dann alles doppelt machen muss. Aber irgendwie habe ich nicht ganz so viel Redefluss im Moment. Ich grab mich hier durch und mach einen Fast-Forward. Oh.
vielleicht gar nicht nötig. Jetzt haben wir einen Skeleton Spawn. Diamant. Mal einen Moosstein mit. Die kann man gut vermehren. Brauche ich nicht alle mitnehmen. So. Ich war in die Richtung. Ach, perfekt, da haben wir doch. Oh, Kiste. Kokskohle. Koks. Ja, die brennt besser. 16.000 statt nur 4.000. Also viermal so effektiv wie Kohle. Ja. Kann man in einem Koksofen auch herstellen. Schauen wir hier einfach mal durch. Hier sind halt auch immer Kisten. Da kann auch Diamanten drin sein. Smite 4, das ist sehr schön. Ja, unser Schwertenverzauber. Da haben wir auch Energie. Eisen nehmen wir mit. Pumpkin Seeds nehmen wir mit. Eigentlich müsste ich jetzt in die Tiefe gehen. Aber ich würde auch ein paar Kisten suchen. Wertvoll. Kiste. Ja. Ziemlich viel Kohle drin. Links und das so ein brauner Fleck. Ich gehe erstmal weiter. Solche Minenschächte eigentlich immer ganz interessant. Abandoned Mineshaft. Kupfer brauchen wir dick. Kohle sollte ich mal wieder mitnehmen. So. Ach. Den haben wir. Spinnensbauer. Müsste gleich einer kommen. Ach, wir haben diese. Schon wieder was an der Decke nicht gesehen. Gibt's doch nicht. Ah! Ist auch doof, aber ich gehe trotzdem noch ins Vorne. Das ist bestimmt ein bisschen langweilig. Wo gehe ich denn da hin? In die Richtung.
mehr Mindshifts in die Richtung. Uhr 43, wir müssen zumindest auf 20 runter. Ah! Schreck mich nicht von hinten. Das Zeug braucht man, glaube ich, auch nicht. Kiste sehr gut. Ja, diese Räume sind seltsam. Gold, ja, Stein. Fackeln. Kohle ist jetzt in einem Backpack. Gehen die nicht in die Tiefe. Oft ist das der Fall. Oh, hier waren wir schon. Schade. Ach nee. Diamantensuche kann echt lange dauern, wenn man nicht. Vielleicht könnte auch einfach mal in die Tiefe graben und dann so Schächte aussehen. Ich würde ich eigentlich mal machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Dann brauche ich mich erstmal wieder raus. Unter unser Haus müssen wir uns durch den ganzen Berg kramen. Ich gucke kurz, wie viel mein Jetpack noch an Energie hat, nicht dass ich dann irgendwann abstürze. Ah, noch zwei Drittel, das ist sehr gut. Bis in den Boden auf Level, ich sag mal Level 10 oder so, grab ich mich mal. Und dann grabe ich da halt ein paar Schächte rein. Genau. Dann gezielter nach Diamanten. Leitern.
Boah, die brauchen wir aber nur zur Not. Weil wir haben ja ein Jetpack. Das wird nicht reichen. Das wird auch nicht reichen. Wir sind auf Level 124 und müssen 120 Level runter. Ach du Scheiße. Ja, es gibt viel Nachteile, wenn man auf dem Berg baut. Und ja, Minenschächte haben will. Haben wir denn noch Holz? Muss danach wieder Holz schlagen gehen. Nicht. Oh, ich habe wieder so viel Krempel hier dran. Gibt's gar nicht. Bisschen entkrempelifizieren. Jo. Was wollte ich? Mehr Holz, genau. Wird trotzdem nicht reichen. Und dann so holt es weg. 102 so auf Level 22. Ja, passt aber erstmal. Jetpack habe ich jetzt keine Lust aufzuladen. Ich will Diamanten. Dann können wir auch ganz gut straight nach unten buddeln. Wenn wir einen Jetpack haben. Es geht auch relativ fix mit so einer Edelsteinspitzhacke. Ich will auf jeden Fall noch Diamanten finden und dann mache ich eine Pause. Muss dann erstmal ein paar andere Sachen noch machen. Schon auf Level 45. Hier muss auch eine Höhle sein, wie eine Ziege, die er gerade gemount hat. Ich sag mal, bis Level 10 gehe ich. Vielleicht noch eine dritte machen sollen. Dann gehe ich mal in Richtung Berg. Moment, ich mache glaube ich mal 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Dann gab es so eine Technik. Und was jetzt in alle vier Richtungen? Ich meine schon. Also soll ich das irgendwo anders erst machen, aber ich mache einfach mal direkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Boah, ich dachte gerade schon, wir hätten Diamanten. Nehmen wir alles mit.
das ist dann diese Technik, wo man am effizientesten angeblich Diamanten mitfindet. So, hier so zwei Blöcke. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da habe ich wohl 9 gemacht. Dann machen wir hier in der Mitte durch. 3, 4. Moment. 2, 1, 2. Es gibt hier keine Mitte. Ah doch. Oh. Das sind 2, das sind 3. Naja, müssen wir sowieso, glaube ich, alle hier durchmachen. Also jetzt nicht alle, aber damit man halt, wenn man hier halt durchmacht, dann hier wieder durchmacht, dann. Nee, das ist ja unnötig hier durchzumachen. Ich sehe ja schon von der Seite, dass diese Blöcke hier nichts haben. Oh Mist. Ich kann mich nicht mehr dran, wenn es dran erinnern, wie die Technik war. Müssten ja eigentlich immer zwei nebeneinander sein, dann kann man es von der Seite bei dem Block sehen, von der Seite bei dem Block sehen, dass sie keinen Diamanten haben. Oder war es erst hier durch vielleicht? Ich laufe mal hier durch. Ich dachte, ich würde noch wissen. Ich meine nämlich, dass es 8x8 gewesen wären. Wenn man dann durchschlagen muss, das habe ich jetzt so vergessen. Also hier haben wir schon mal nichts. Mal hier. Hier auch nichts ist. Ja, dann greife ich auch mal weiter. Habe ich jetzt stupide geradeaus, bis ich jemanden finde. Das mache ich immer, wenn ich frustriert bin, in Höhlen und so weiter keinen gefunden habe. Das sind aber auf jeden Fall auf Diamant-Level. Ich kann hier trotzdem nochmal zwei runterbauen. Oh, geil. Ziemlich viel Lava hier unten.
glaube ich mal in diese Richtung. Es macht mir auch irgendwie mehr Spaß, einfach mal so rumzugraben und nicht gezielt zu suchen. Ich muss auf jeden Fall mehr Kohle mitnehmen. Die Spitzhacke ist gleich weg. Ein bisschen Hölzer noch und ich habe natürlich mein ganzes Holz verbraucht. Ah, ich habe noch Sticks, gut, dann kann ich mir eine Hacke noch machen. Was ist denn jetzt diese Höhle, Mann? Wir müssen gucken hier. Gold. Gold kann ich nicht hier lassen. Ein bisschen selten sind wir schon. Eisen brauchen wir eigentlich auch viel. Da sind jetzt für die Manten wieder viel zu hoch.
Anfang ja nicht das gelitten. Oh, muss aufs Jetpack achten, da kommt noch ein Drittel. Wo ist der Creeper eigentlich? Dann habe ich ja mal Wasser jetzt reingeschüttet. Vor Schreck. Hat der mal einen Wasserblock zerstört, der Creeper? Oh, Ferros haben wir nicht aufgenommen. Da ist er. Eigentlich müssen wir Eisen mitnehmen. Oh, das sind Diamanten. Was zur Hölle? Ich dachte schon. Schieß mich nicht in die scheiß Lava. Wo bist du denn jetzt? Ach, der glitscht hier durch. Na toll. Dann sinkt er immer in. Voll lustig. Richtig sneaky. Yep, ja, und jetzt der. Und wir brauchen 5 Stück leider. Das ist das Problem. Erstmal alles sichern. Das fahre ich nämlich auch schon mal mit. Das ist wirklich ziemlich nützlich. Lapis nehme ich mit. Ich hatte schon wieder Angst, dass er ein Creeper ist. Alles hat Grünes, ist aber Creeper. Penis. Sieht halt aus wie so ein Penis auf 4 Beinen. Nehme ich auch mit. So. Ich hoffe mal, dass er ein bisschen mehr als 2 sind. Achievement der Diamonds. Yes. Ja, 4 haben wir schon mal. Oh. Ein Lambot. Yes, 5. Ich glaube, wir brauchen trotzdem mehr, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hau ich jetzt ab. Mein Jetpack ist ja auch bald leer. Und das reicht mir erstmal. So, Leute. Haben wir endlich Insti-Stier-Mantel gefunden. Oh geil. Was zur Hölle ist das? Ist das Öl? Das ist Öl. Das heißt. Oh geil, ist ein ganz fettes Becken voller Öl. Wie geil ist das denn bitte? Außerdem kommen wir dann direkt schnell zur Oberfläche. Ah. Nice. Bis dahin wird unser Jetpack noch reichen. Und wir haben Diamanten, wie geil ist das denn? Endlich gefunden. Haben uns da so schön angelächelt in dieser kleinen Schlucht. Also man muss auf jeden Fall geduldig sein bei dem Spiel, aber es lohnt sich. Okay, es erwartet uns kein Creeper vor unserem Haus. Das ist sehr gut. Aber ein Zombie. You may not rescue us. Monster und so. Wo? Da ist der Lombard. Aber wenn ich den umbringe, dann kommen die Creeper. Ich gehe hier. Tschüss. Ah, Mist, wir sind noch gar nicht Level 30. Und wir brauchen Obsidian. Und. Ach, ich tue die komischen Leitern erstmal hier rein. Jetzt habe ich das ganze Holz verbraucht und nutze die Leitern trotzdem nicht. Dann mache ich
mir erstmal ein Eisen-Upgrade. Dafür schmelze ich doch mal Eisen. Haben wir nicht noch Eisen hier? Haben wir. Eisen-Upgrade für. Ach, dafür brauche ich wieder Holz. Dann ist immer so, wenn man. Man kommt hier immer wieder auf die Grundlagen zurück, weil man viele Sachen ohne nicht hat. Dafür lege ich erstmal Diamanten rein. So, genau, ich wollte mir eine neue Axt machen für Holz. Dafür brauche ich erstmal Holz. Und das Jetpack muss ich aufladen. So geht das bei viel zu Biest eigentlich die ganze Zeit. Dass man so viele Sachen immer machen muss. Lasse ich jetzt erstmal durch da rein. Genau, ich wollte mir für die Kiste ein Upgrade machen, damit ich hier den ganzen Stein reinpacken kann. Mist. Ach Quatsch, da ist ein Generator. Hälfte reicht, würde ich sagen. Jetzt habe ich auch noch einen Bock, ein bisschen weiter zu spielen. Das Upgrade denn nochmal. So, glaube ich. Jupp. Schmeiße ich schon weg. Kann ich das hier erstmal schon alles so rein verfrachten? Das Zeug. Alles hier rein. Das brauchen wir nicht. Wo tue ich denn mal die Flints rein? Ich muss auch nicht mehr. Jetzt unser Backpack. Ich bräuchte noch eine Miss Canyons Kiste, wo nur verschiedene Farben hier erstmal. Backpack. Alles raus. Ja, wir brauchen noch viel mehr Kohle. Jetzt haben wir schon ein bisschen Eisen hier. So. Türen sind zu. Fenster müsste ich mal langsam offen. Und jetzt werde ich die Diamanten verwenden. Eine Spitzhacke brauchen wir im nächsten Fall. Für die anderen brauchen, weiß ich gerade nicht mehr. So, dann können wir damit auch Obsidian abbauen. Ich glaube, ich hole mir mal einen Eimer mit Lava. Dann vielleicht mehrere. Wie viel Obsidian brauchen wir denn? Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und für den Enchanting Table brauchen wir. Enchanting Table 4, also 14. Ah, genau, dafür brauchen wir auch die beiden Diamanten. Vielleicht ist das noch richtig in Erinnerung. 14, dann brauche ich 14 Wasser. Quatsch. 14 Eimer und die auch mit Zellen. Nee, ich glaube, wir brauchen Eimer, aber 14 Eimer ist mir ein bisschen zu viel Eisen. Vier mache ich mal. Oder fünf. Dann gehe ich dreimal. Wahrscheinlich übersehe ich gerade wieder, wie man das effizienter macht. Aber ich mache jetzt einfach, ich lerne gerne aus Fehlern. Spitzhacke mache ich mal wieder weg.
Da haben wir die Lava. Jetpack reicht. Ich brauche noch erst ein Enchanting Table. Dann geht's schneller. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weiter. Ja, und die Lava kann man natürlich auch als Energie nutzen. Da kann ich immer so ein bisschen hin und her gehen für den Anfang. Und danach kann ich die einfach auspumpen. Ich muss nur darauf achten, dass die Lava jetzt nicht mit Rechtsklick aus Versehen in unser Haus rein verfrachtet und alles abbrenne. Hier sieht man 30.000 Energieeinheiten macht es. Ich muss auf Toilette. Dann mache ich eben. Also ein Obsidian. Zwei Obsidian. Was kann ich jetzt mit Diamantenspitzhacke abbauen? Nehmen wir einen Moment, wir brauchen vier, ne? Man sieht, dass die Saphir-Hacken und sowas genauso schnell sind wie die Diamantenspitzhacke. So, dann baue ich das mal ab. Das dauert ein bisschen länger, ist halt ein hartes Material. Monstern getötet werden könnte. So, ich habe hier die Fenster jetzt zu, deswegen hört man jetzt nicht die ganze Zeit Autos. Aber dafür ist, obwohl hier keine Heizung an ist, jetzt schon wieder mega warm. Liegt einfach an meinem hohen Stoffwechsel wahrscheinlich. Kann man nicht anders erklären, außer durch den PC, aber ich habe extra einen Bildschirm, der braucht nur 20 Watt und der PC braucht auch nur 80 Watt, das ist jetzt auch nicht so viel. Erstmal schlafen gehen. Sonst haben wir auch keine anderen elektronischen Geräte oder wärmeabgebenden Geräte. Moment. Habe ich das alles schon? Jo. Ein Buch. Bücher haben wir. Ich habe schon ganz Zeug mit, um mehr Bücherregale zu machen. Enchantment Table, juhu! Enchanter. Hol ich mir mal das Sugarcane da hinten. Dann müssen wir überlegen, wo wir den Enchanting Table ein bisschen hinbasteln. Mit den Büchern. Eine Art Bibliothek. Da macht jemand den Rücken nicht aus. Das Korn wächst einfach gar nicht. Vielleicht muss man da irgendwie was noch machen. Ich habe keine Ahnung im Moment. Das mache ich mal so. Bam. Wie war das denn? Rezept. Oh. Ach, ich muss erst Bücher machen, genau. Ja, werden aber nicht so viele Bücher. Zum Glück haben wir das Leder geholt.
Und zumindest 14. Ich weiß nicht, ob es bis Level 30 dann reicht. Librarian. Okay. Entweder mache ich das im Keller oder in die zweite Etage. Ich setze das einfach mal kurz irgendwo hin. Wir müssen eigentlich auch mal Fackeln hin. Ja, die gehen hier nicht drauf, leider. Kurz hin, ob das reicht mit den. Ach du Scheiße. Oh, dieser Wecker regt mich gerade auf. Keller, genau. Machen wir am besten 3 dazwischen, falls ich halt Kabel verlegen will. Wenn dann hier das Kabel ist. Muss hier noch was ändern, weil wir das Kabel nicht sehen. Da ist er aus, der Ecke. Kleineren. Eben nur für die Bibliothek sozusagen. Ich weiß nicht, ob die in den Ecken auch noch mitwirken. Fast Level 30. Dann hole ich mir jetzt eben noch ein paar Kühe. Jetpack reicht noch. Ein Bookshelf sind 3 Bücher. 3 Bücher sind 3 Leder. Wo haben wir denn Mr. Kühe? So. Zack, zack, zack. Wir haben keine 30 Level. Die hole ich mir auch noch eben schnell. Irgendwie. Ich brauche da einfach mal gerade ein bisschen auf Vorrat, weil ich dann mitnehmen kann. Jetzt machen wir uns noch ein Schwert, ein neues, ein frisches und noch eine Hacke. Papierkorb wegtun. Das behalte ich mal. Lava können wir noch mitnehmen. Ich brauche nochmal 8, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Die 10.
Dann kann ich noch mal kurz nicht in die Luft da springen. Dadurch, dass ich Erz abbaue, kriege ich ein Level. Alter, wie viel sind das denn? Ne? Ich sterbe. Ist unser Schwert gebrochen. Unsere Rubber Boots sind weg. Boah, fast die ganzen Level wieder verloren. Dann ist es jetzt soweit und ich wette, ich krieg irgendeinen Crap raus. Und ja, einfach nur Effizienz und Unbreaking, der da nicht so schnell kaputt geht. Also kein Fortune und kein Silk Touch. Ja, hat uns jetzt nichts gebracht. Die ganze Scheiße. Ach nee. Als nächstes, also relativ bald will ich eine Quarry machen. Verbrauchen wir aber 8, 9, 10 Diamanten. Das heißt, wir müssen irgendwann, aber nicht in baldiger, absehbarer Zeit, 10 Diamanten noch finden. Und mit Fortune 3 hätten wir pro Diamant ungefähr 2,5 bekommen. Wir hätten nur noch ein, also ein, eine Diamantenader finden müssen. Dann meist mindestens 4 drin. Ah, jetzt müssen wir 2, 3 finden. Schade. Ich höre noch erstmal auf mit dem Aufnehmen. Ich kriege gerade irgendwie so nicht so viel gebacken. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Oder bis zu den nächsten Folgen. Tschüss.